Was geht YouTube? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es was Neues und zwar habe ich einen neuen Laufschuh da, auf den ich mega gehypt bin. Da habe ich mega Bock auf den Schuh. Und zwar ist das der neue Surfer Next von On oder On Running. Und ich habe den Schuh noch nicht gesehen. Die Box ist da, aber ich habe noch nicht ausgepackt und das machen wir jetzt. Da ist das Ding drin. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe einen 8,5. Mal gucken. Ich hoffe, das passt auch. Und ja, schauen wir mal rein. So, und bevor wir den Schuh jetzt testen, habe ich jetzt mal hier, also muss schon mal erstmal sagen, also die Kartons, weiß nicht schon mal, wer einen an der Hand hat von On, denn die finde ich echt hochwertig, die finde ich gut. Ich finde es auch mit diesem schrägen Deckel, finde ich eigentlich ganz gut. So schaut das Ganze aus, dass dieser Karton aus 100% recycelten Kartonage besteht und auch das Einfärben auch nur aus wasserbasierter Farbe. Das Färbungsverfahren nur mit 100% Wasser gemacht wird. Also das darf man hier auch nicht übersehen. Selbst hier recycelt, eingefärbt ist jetzt eh nicht groß. So schaut das aus. Kommt immer mit diesem, ja, ich sag mal, dieses Butterpapierartige Schutzfolie. Und jetzt schauen wir mal rein. Okay, also ich muss sagen, im Internet sah hier das vorne in der Sohle ein bisschen anders aus. Im Internet fand ich das, da war ich jetzt drauf gespannt, weil im Internet fand ich das hier diese Steigung extremer aussah, dass das irgendwie hier steiler war. Wahrscheinlich hat dieses Abrollverfahren, dieses Abknicken hier vorne im Vorfuß wahrscheinlich ein bisschen extrem vom Gefühl, aber ich finde, beim Laufen merkt man es gar nicht. Farbtechnisch finde ich geil mit diesen, ja, was ist das, dunkelblau in orange übergehend. Okay, hier haben wir On-Running-Schriftzug. Finde ich auch ganz cool. Das haben sie jetzt ausgeschrieben, ist ähnlich wie beim Monster, nur beim Monster steht es an der Seite auch hier, dass das Logo hier schräg drauf, das ist geil. Ja, dieses typische leichte Gefühl auf jeden Fall. Zue Sohle, keine Steine, das denke ich, kommt jetzt einfach bei allen On-Schuhen raus, weil das alle so aufgeregt hat, dass du hier in dieser Rille einfach immer dann Steine hattest, immer einfach irgendwas drinstecken hattest. Swiss Engineering steht auch hier drauf, auch alles echt ausgeschrieben, relativ groß, aber finde ich cool. Schnürsystem, okay, sind hier quasi so feinere Laschen. Kenne ich jetzt so auch nicht. Sonst Schnürsenkel haben eigentlich eine gute Haptik, sind es ein bisschen eher dünnere. Ich persönlich glaube auch, dass es eher ein schnellerer Schuh ist. Ich weiß gar nicht, wie er so beschrieben wird bei On auf der Seite. Cloud Surfer Next steht in der Sohle innen drin. Wie gesagt, ich habe einen 8,5er, das weiß ich einfach. Der Schuh fällt sehr klein aus, ihr braucht auf jeden Fall größer. Also ich habe mir wieder eine ganze Nummer größer bestellt. Das ist einfach ganz normal. Aber bestellen nicht beim Online, sondern bestellen beim kaufen beim Fachhändler. Aber da, wenn irgendeiner mal nicht Zeit hat oder ihr von der Größe her, könnt ihr gleich mit einer Größe größer rechnen. Also das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Ist auch diese Karton innen drin. Steht auch Cloud Surfer Next in der Sohle hier innen drin. Cloud Tech Face ist dieser Schutz von der Sohle. Okay. Helion hat er natürlich, das ist dieses Dämpfungsmaterial, was sie haben. Cloud Tech Face, die Stabilisation und, oh ja, also man muss auf jeden Fall sagen, krass, okay, er ist wesentlich stabiler wie der normale Surfer. Also das muss man sagen, er ist wesentlich stabiler wie der normale Surfer. Okay, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Da bin ich nämlich mit dem alten noch nicht zurechtgekommen, beziehungsweise mir war der einfach zu schwammig. On Running Cloud Surfer Next steht hier auch nochmal drauf. Auf der Zunge hier oben. Okay, sonst vom Mesh-Material ist wirklich dünn. Oh, okay, fühlt sich aber innen eigentlich sehr angenehm an. Ich denke mal, dass er wieder sehr atmungsaktiv ist. Hier ist auch das Material ein bisschen anders. Die Schweizer Flagge natürlich, die darf nicht fehlen. Das aus der Schweiz ist. Okay. Hier vorne ist auch nochmal das On-Logo als kleiner Akzent. Und hier diese Tapes. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich einfach die Stabilisation ein bisschen mitbringen. Alles nur noch geklebt, hier sind wirklich keine Nähte drin, alles nur noch geklebt. Ja, wie gesagt, Schnürung, ist jetzt, die Ösen kenne ich jetzt so nicht, sind jetzt wirklich auch nur hier so dran, also okay. Ja, wird sich zeigen, ob das hält, wie langlebig das ist, sonst Fersenfutter ist wirklich angenehm weich. Ja, ich muss jetzt sagen, vom Ausschnitt her am Knöchel auch schaut eigentlich gut aus. Und ja, ich werde jetzt einfach mal reinschupfen, mal probieren. So, dann probieren wir den mal an. Okay, also ja, Größe ist okay. Das habe ich einfach immer, wie gesagt, der fällt einfach klein aus. Da müsst ihr einfach wirklich eine Nummer größer bestellen. Okay, also das Bindungssystem
Das finde ich eigentlich ganz cool, es bleibt sehr stramm. Also selbst wenn ich jetzt hier anziehe, das geht jetzt nicht auf hier, sondern es bleibt wirklich so. Man zieht wirklich durch und es bleibt stramm. Also das finde ich schon mal ein gutes Gefühl. Das finde ich echt gut, also sitzt da wirklich fest. Und oh ja, also das ist wesentlich stabiler. Ja. Dieses Kippmoment habe ich ab hier im Vorfuß, habe ich dieses typische Kippmoment. Ich habe extra auch meine Laufsocken angezogen und muss wirklich sagen, also dieses Durchziehen hält sehr, sehr gut den Zug. Also er geht wirklich gefühlt jetzt überhaupt nicht auf. Wenn ich jetzt hier nicht gebunden habe, er geht hier wirklich, da das bleibt sehr fest. Also das finde ich gut, also der Halt ist wirklich extrem gut. Und man merkt auch, im Vergleich zum normalen Surf ist wesentlich nicht so weich. Also es ist wesentlich direkter, sagt man im Laufen. Man würde es natürlich oft reinschubsen und sagen härter. Aber direkter, es geht nicht so viel Energie im Schuh verloren. Das ist ein Riesenunterschied und er ist wesentlich stabiler. Ich habe das Gefühl zwar, dass ich hinten ein bisschen wegknicke, aber das ist wahrscheinlich ungewohnt, weil nichts eingelaufen ist. Aber da muss ich wirklich sagen, okay, also Passform ist wirklich gut. Also wie gesagt, eine Nummer größer. Ein Vorfuß, ja, könnte jetzt ein bisschen strammer sein vielleicht, aber ich habe jetzt mit der Breite eigentlich kein Problem. Also gerade wenn Leute breitere Füße haben, das sollte eigentlich angenehm für die sein. Ja, also wirklich die Zunge sitzt extrem fest. Also ich habe das Gefühl, ich habe einen sehr guten Halt. Auch in der Ferse eigentlich, das ist wirklich gut. Ja, und da muss man, glaube ich, einfach öfter laufen. Aber wie gesagt, also er fällt eher kleiner aus. So eine Nummer muss man größer mit einrechnen. Wer auf jeden Fall dieses Kippmoment nicht mag, das hat man jetzt in mehreren Schuhen, das hat der Nike eigentlich mehr oder weniger auf den Markt gebracht. Da ist er hier jetzt nicht aufgehoben, also ich sehe ihn jetzt auch nicht als Freizeitschuh. Also das ist kein Schuh, wo ich sagen muss, den zieht man dann gerne in der Freizeit an. Sondern den ziehe ich dann wirklich für sportives Laufen. Also das ist eher, den sehe ich in Kategorie schnellerer Trainingsschuh. Wenn man einen schnellen Schuh für Intervall, für schnelle Tempoläufe, in Anführungszeichen Hobbyläufer, Wettkampfschuh, alles in einem, da ist der, glaube ich, echt gut. Und ja, das ist mein erster Eindruck vom Cloudsurfer Next. Wie gesagt, das ist einfach ein schnellerer Schuh, gerade für Tempoläufe, für Leute, die hobbymäßig auch mal Intervall mit einbauen wollen, jetzt nicht vier Schuhe daheim wollen, da ist der auf jeden Fall geeignet. Ich muss jetzt wirklich mal selber testen, noch mehr laufen, aber das ist mein erster Eindruck auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht gesehen, was Onin betitelt oder was die sagen, für was dieser Schuh gemacht ist. Aber ich denke mal, das ist eine klare Sache, dafür würde er sein. Und dadurch ist es einfach das Pendant zum normalen Surfer, weil sie wollen ja nicht zweimal den gleichen Schuh machen. Dadurch habe ich den Surfer als Trainingsschuh, sehr weichen Schuh, flexiblen Schuh. Wenn jemand dieser Schuh zu weich ist, ich einen direkteren Schuh will, wo nicht so viel Energie im Schuh verloren geht, ich auch mehr Führung will, muss man hier ganz klar sagen, also vom ersten Gefühl, wo ich reingeschlupft bin, wesentlich stabiler wie der normale Surfer. Da knicke ich nicht so nach innen weg, nach außen weg, wie bei mir jetzt. Ich bin ja nicht der Standard und kann nur von mir ausgehen. Deswegen trotzdem auch der normale Surfer einer der besten Schuhe. Das ist auf jeden Fall das sportivere Modell, wesentlich direkter, mehr Führung und damit eine super Ergänzung. Wenn euch das Video gefallen hat, Mehrwert gebracht hat, ihr was mitnehmen konntet, dann gern Like da lassen, Kanal abonnieren, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.